Was geht ab, Marvel-Fans? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marvel Snap. In diesem Video schauen wir uns die besten Decks an, die es aktuell im Spiel gibt, wo ihr sie findet, wie ihr sie ins Spiel hinzufügt und wir schauen uns auch mein Deck an, mit dem ich aktuell spiele. Viel wichtiger sind aber die Decks, die einen Erfolg garantieren und diese findet ihr auf der Seite snap.fan. Einen Link zur Seite findet ihr in der Videobeschreibung. Sobald ihr auf der Seite angelangt seid, scrollt nach ganz unten, denn hier findet ihr beliebte Decks. Ihr könnt natürlich filtern, aktuelle Decks und beliebte Meta. Es gibt noch viele andere Optionen, wie ihr das Ganze filtern könnt und wie ihr ein Deck findet mit den Karten, die ihr auch besitzt. Anscheinend ist das beliebteste hier, das ist jetzt übersetzt, aber es nennt sich wahrscheinlich das beste Pool. Ich sehe schon auf Anhieb Karten, die man auch recht früh bekommt. Wenn ihr zum Beispiel Interesse habt, das ganze Deck zu kopieren und ihr habt die meisten Karten oder vielleicht sogar alle Karten, könnt ihr hier einmal draufklicken und ihr seht direkt hier so ein paar Statistiken und was alles mit den Karten enthalten ist. Jetzt könnt ihr hier über Code kopieren, euch das ganze Deck kopieren. Wie das Ganze ausschaut und wo ihr den Code eingibt, zeige ich euch jetzt. Also wir gehen jetzt erst einmal hier auf Code kopieren. Im Spiel angekommen gehen wir hier auf Decks, wollen hier ein neues Deck machen und klicken hier auf, also oben rechts nochmal hier auf Optionen einfügen und nun findet er auch schon das Deck, was ihr kopiert habt. Der zeigt euch dann natürlich auch direkt an, welche Karten euch fehlen. In dem Fall ist es bei mir nur Elektra. Sie kann ich dann ersetzen durch eine andere Karte, aber das Deck steht dann bereits und ihr könnt das Ganze testen. Wie ihr seht, ist es ganz einfach. Ihr geht drauf, sucht euch ein Deck aus, was euch gefällt, kopiert das Ganze, geht ins Spiel und fügt das Ganze ein. Ihr habt natürlich hier unter beliebte Decks nicht nur 4 Stück, unter mehr sehen habt ihr nochmal viel mehr Decks und aktuelle, also ihr seht ja hier vor 2 Tagen und ja, sehr wahrscheinlich findet ihr auch einige, die vor kurzem erstellt wurden, inklusive YouTube-Video mit Erklärungen, also besser geht es eigentlich nicht und ihr könnt hier rechts filtern, wie ihr Lust habt. Also ihr findet auf jeden Fall hier ein Deck, was sehr gut ist für eure Karten, die ihr bereits habt. So, hier sehen wir jetzt mein Deck und ich erkläre euch, was genau meine Strategie ist. Ihr könnt sehen, als ein Energiekarten, davon habe ich 2 Stück, Nightcrawler und Quicksilver, nutze ich eigentlich nur Quicksilver. Nightcrawler ist aktuell nur im Spiel, da ich eine Quest erledigen muss, wo ich 10 Karten bewegen muss. Somit ist Nightcrawler austauschbar. Hier könnt ihr natürlich irgendeine Karte nehmen, auf die ihr Lust habt. Da ich anfangs das Problem hatte, in der ersten Runde nicht immer eine Ein-Energie-Karte in der Hand zu haben, habe ich mich dafür entschieden, Quicksilver in mein Deck aufzunehmen. So habt ihr auf jeden Fall eine Ein-Energie-Karte mit 2 Stärke ab der ersten Spielrunde. Sehr oft erwische ich natürlich auch den Gegner, wie er in der ersten Runde keine Karte legen kann, so nutze ich Quicksilver auch ein bisschen zu provozieren. Quicksilver lege ich in der Regel entweder auf die linke Seite, je nachdem was für ein Ort dort aufgedeckt ist, oder auf die rechte Seite. In der zweiten Runde, sofern sie in meiner Hand vorhanden ist, lege ich Medusa in die Mitte. Denn ihr Effekt lautet, falls dies am mittleren Standort ist, plus 2 Stärke. Bedeutet, wenn ich sie in die Mitte lege, startet sie in der zweiten Spielrunde direkt mit 4 Stärke. Lizard dient ja eigentlich nur als Joker, wenn Medusa nicht in meiner Hand ist. Er startet mit 5 Stärke, kostet nur 2 Energie,
Hier müsst ihr nur darauf achten, dass der Gegner keine vier Karten am selben Standort legt, sonst bekommt Lizard minus 3 Stärke. Also, aktuell sieht es so aus, Runde 1 Quicksilver links oder rechts legen, Medusa in die Mitte. Nun seht ihr, dass ich 3 Energiekarten habe. Hier lege ich mich nie fest, je nachdem was in meiner Hand ist, das wird gelegt. Und je nachdem, was der Gegner macht oder was benötigt wird, eben diese Karten werden gespielt. Wir haben ja gesagt, dass wir uns auf 2 Gebiete fokussieren. Das dritte Gebiet, das nutze ich als Ablageort und hier kommt Ironheart ins Spiel. Wenn ich sie in der Hand habe, spiele ich meistens Ironheart aus, lege sie aufs Ablegefeld und sie, dadurch, dass sie 0 Stärke hat, ist sie ja sowieso irrelevant, gibt meinen anderen Karten plus 2 Stärke und zwar ganzen 3 Karten. Da in Runde 3 aber nur 2 Karten da liegen, Quicksilver und Medusa, bekommen erstmal nur sie plus 2 Stärke. Ironheart spielt aber noch eine wichtige Rolle im späteren Spielverlauf. Dazu später mehr. Wenn Ironheart nicht in meiner Hand ist, kommt Mr. Fantastic ins Spiel, ihn lege ich ebenfalls in die Mitte, damit die beiden benachbarten Standorte plus 2 Stärke bekommen. Hin und wieder teste ich das Ganze mit Captain America, denn alle Karten auf demselben Standort bekommen plus 1 Stärke. Im Optimalfall haben wir Ironheart in der Hand, somit haben wir alle 3 Orte belegt. Beispiel ganz links Quicksilver, Mitte Medusa, ganz rechts Ironheart. Bedenkt, ganz rechts, hier liegt der Fokus nicht. Ironheart dient dazu, links und die Mitte zu verstärken. Nun kommen wir zur vierten Runde und wie ihr seht, habe ich für die vierte Runde Jessica Jones und Moon Girl, die aber noch irrelevant ist. Hier wollte ich nur was testen. Sie ist austauschbar und ich werde sie auch austauschen, denn der Effekt gefällt mir für die vierte Runde nicht. Wir spielen in der vierten Runde Jessica Jones und zwar kommt sie nun entweder nach links oder in die Mitte. Jetzt kommen wir schon fast zum großen Finale, denn White Tiger spielt hier eine sehr große Rolle. Sie wird nämlich in der fünften Runde zum unwichtigen Standort gelegt und zwar neben Ironheart. Sie hat sowieso nur 1 Stärke, somit ist sie ja eigentlich auch nicht wichtig. Hier ist ihr Effekt wieder mal wichtig, denn sie legt einen Tiger auf einen anderen Standort mit 7 Stärke. Somit legt sie entweder links oder in der Mitte ein Tiger mit 7 Stärke hin. Kommen wir jetzt zum Joker, sollte White Tiger nicht in eurer Hand sein. Claw sollte in unserem Beispiel jetzt auf die linke Seite gelegt werden, damit der mittlere Standort plus 6 Stärke bekommt. Er selber kommt ja ebenfalls auch noch mit 4 Stärke ins Spiel. Wenn alles nach Plan läuft, kommt Odin ins Spiel in der letzten Spielrunde und zwar Spielrunde Nummer 6. Legt Odin zu den unwichtigen Karten. Ja, richtig gehört, er hat zwar 8 Stärke, jetzt können aber mehrere Sachen passieren. Zum einen kann passieren, dass der unwichtige Standort noch für euch entschieden wird, denn wie gesagt, er hat 8 Stärke. Dann hat, glaube ich, einer von den anderen beiden, ich glaube White Tiger, auch nochmal 1 Stärke. Und je nachdem, was für ein Standort aufgedeckt ist, kommt da noch ein bisschen was an Stärke dazu. Doch Ziel ist es, die anderen beiden Standorte noch stärker zu machen und das passiert mit seinem Effekt. Aktiviere die Aufdeckeneffekte deiner anderen Karten an diesem Standort. Was passiert denn jetzt? Im Optimalfall liegt Ironheart und White Tiger genau bei Odin. Somit passiert folgendes: 3 befreundete Karten bekommen wieder plus 2 Stärke und ein Tiger mit Stärke 7 taucht auf einem der 2 Gebiete zusätzlich nochmal auf. Somit tobt euch hier gerne aus, sucht euch euer Lieblingsdeck aus, experimentiert ein wenig herum und wenn ihr glaubt, dass ihr das richtige Deck gefunden habt, könnt ihr das Ganze gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht der Community helfen, das passende Deck zu finden.
In dem Sinne verabschiede ich mich nun. Wenn ihr nichts zu Marvel-Spiele oder Filme verpassen möchtet, lasst gerne ein kostenloses Abo da. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschaußen.